Servus, ab 1 Uhr können wir die Prüfungen für Queen und Joker spielen. Und ich zeige euch gleich, wie es geht. Wir haben wie immer 60 Steinchen als Belohnung. Und ein paar Diamanten, Staub, EP, Gold und einmal blaue Helden. So, ich würde sagen, wir gehen als erstes hier hin. Und wir machen es so wie immer. Ich mache den Kampf und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, der Kampf lief etwas komisch, aber ja, warum nicht? Queen macht das dann zum Schluss noch. Also sie ist fast down und heilt sich dann wieder komplett voll mit Ulti und ja, rasiert dann halt. Also wir haben ganz vorn Queen und Orthros. Und hinten spielen wir Belinda, Rovan und Skriat. Damit hat es eigentlich ganz gut funktioniert. War nur ein bisschen komisch, der Kampf irgendwie. So, hier hinten haben wir diesmal nichts. Dann gehen wir zu dem hier runter. Okay, wir benutzen wieder fast das gleiche Team. Wir haben Queen und Albedo vorn. Und hinten spielen wir Belinda, Rovan und Arthur. So, dann haben wir den. Gut, dann gehen wir jetzt nach links unten. Sind diesmal irgendwie weniger Kämpfe, habe ich das Gefühl. Also das ist schon wirklich ulkig mit mal 2 Speed wieder mal zu spielen. Es kommt einem so ein bisschen wie Zeitlupe vor. Aber wir benutzen genau das gleiche Team wie gerade eben. Also Queen und Albedo von. Und hinten Belinda, Rovan und Arthur. So, hier oben habe ich einen gesehen. Ja komm, gehen wir erstmal zu dem ganz hinten. Und dann machen wir hier oben noch die beiden. Okay, also dieses Team funktioniert echt krass. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. War nur ein dummer Versuch. Aber wir spielen Queen und Anoki von. Und hinten haben wir Vurk, Nara und Skriat. Komm, mach mal den oberen. Okay, ich stelle fest, Skriat und Queen agieren wunderbar miteinander. Also wir haben vorhin das gleiche Team wie gerade eben. Queen und Anoki. Und in der Backline haben wir Vurk, Nara und Skriat. Aber ich meine Skriat zieht Helden zusammen, Queen zieht Helden zusammen. Das agiert sich echt ganz gut. Also, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Also, hier kann man ja wirklich die wildesten Kombinationen bauen. Okay, wir haben Queen und Orthros vorn. Und hinten haben wir Rovan, Skriat und Belinda. Eigentlich echt straffe Kombination, die man jetzt hier so spielt, aber das ergibt sich echt gut. Ich glaube, ich werde meinen Skriat auch mal ein bisschen überarbeiten. Bestimmt mal so ein 3 von 9 und vielleicht nur so ein 20er Item mit dazu. Mit Queen dazu. Ja. Könnte ein neues Team sein. Könnte ja theoretisch auch Ains, Albedo, Joker, Queen und Skriat spielen. Wäre mal eine witzige Kombination, das auszuprobieren. Nun gut, dann machen wir jetzt gleich von Joker die Prüfung und dann sehen wir uns gleich. Ansonsten noch einen schönen Abend und ja, wir hören uns. Ciao, ciao.